Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Leute, ich glaube, Rossmann hat meinen Geldbeutel gefressen. Das ist unglaublich. Also ich war heute schon wieder dort und habe mir ein paar Neuheiten angeschaut. Eigentlich wollte ich nur dorthin gehen, um so ein paar Reels und so zu filmen, dass ihr dann quasi ein bisschen Content bekommt. Aber ganz ehrlich, ich lasse mich doch auch immer sehr, sehr gerne anfixen. Und wenn du Bock drauf hast, so ein bisschen zu erfahren, welche Produkte jetzt neu bei mir einziehen durften, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Solltet ihr irgendwelche komischen Geräusche im Hintergrund hören, liegt es ganz einfach daran, dass gerade die Welt draußen untergeht. Also es regnet in Strömen, es hagelt und es ist Gewitter. Es ist unglaublich und ich habe mir gedacht, perfekter Zeitpunkt, um ein Drogeriehaul zu drehen. Also es ist vor allem Rossmann hier tatsächlich auf meinem Tisch und ja, abgefahren, wirklich. So coole neue Produkte und es riecht hier sehr gut und es sieht alles so schön bunt aus und ich freue mich und ich glaube, es hat sich alles gelohnt, doch. Ja. Ihr Lieben, wir schauen jetzt einfach mal zusammen rein. Achso, als erstes habe ich hier was liegen und zwar ist Manico jetzt ganz, ganz neu bei Rossmann online eingezogen. Deswegen passt es jetzt gerade auch, glaube ich, ganz gut in diesen Haul. Ihr bekommt jetzt nämlich gerade mit meinem Code CLAUDIMNK 20% auf alles dort. Eigentlich war ich immer gegen Nagelfolien, sage ich jetzt einfach mal so vorab, ne? Weil ich gesagt habe, es ist ein bisschen schwierig, wenn ich jetzt mit meinen bunten Nägeln komme und sage, ich möchte mindestens 5 verschiedene Farben haben. Aber da hat Manico was rausgebracht, was ich einfach überzeugend fand. Den Style Over the Rainbow. Und das ist natürlich das Ding gewesen, was mein Herz im Sturm erobert hat. Dann habe ich meine Nägel vorbereitet. Ich habe die Nagelhaut zurückgeschoben. Ich habe sie tatsächlich auch ein bisschen angeraut. Ich habe mir dann meine perfekte Größe ausgesucht. So Nagel für Nagel bin ich dann erstmal durchgegangen, bevor ich dann auch wirklich mit der Maniküre gestartet habe. Dann habe ich einfach die Nagelfolie drauf gemacht, habe vorher angefeilt und habe es danach aushärten lassen. Und dann sind die Fingernägel auch direkt brauchbar. Also du musst nicht aufpassen, dass die irgendwo dran ditcht. Bislang auch sehr, sehr robust. Ich habe meine komplette Lidschattenpalettensammlung mit diesen Nägeln geswatcht. Ich habe damit schon geputzt. Ich war damit schon im Garten. Ich habe da schon sehr, sehr viel mitgemacht und das hält wirklich gut. Also Chapeau. Bin gespannt, wie es weitergeht. Falls ihr Bock habt, Manico jetzt auch auszuprobieren, dann schaut vorbei bei Manico. Ist in der Infobox verlinkt und mit CLAUDIMNK kannst du 20% dort sparen. Und dann machen wir jetzt einfach mal mit dem Haul ganz entspannt weiter. Da habe ich mir ein paar Haarpflege-Neuheiten gekauft. Und zwar habe ich hier von L'Oreal das L'Vital Hydra Hyaluronic Pure entfettendes Shampoo. Da bin ich sehr gespannt drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe jetzt nicht so super fettige Haare, aber ich habe gehört, dass man hiermit tatsächlich auch relativ lange ohne Haarwaschen auskommt. Im Sommer, glaube ich, bei mir ein bisschen schwierig. Ich schaue mal, wie es dann so sich weiter verhält. Ne? Reinigt Unreinheiten und spendet mehr Feuchtigkeit in den Längen. Ich bin ein bisschen vorsichtig, was hier diese Salicylsäure angeht, aber ich glaube, da ist gar nicht so eine mega hohe Konzentration drin. Wobei man das ja auch direkt eigentlich abwäscht, ne? Dann habe ich hier aus der gleichen Reihe auch noch mehr die Spülung mitgenommen. Das ist einmal diese hier. Und ich bin einfach mega gespannt darauf, wie das in meinen Haaren funktioniert, wie das so abgeht. Jetzt gerade habe ich noch die Produkte von Kaimana in Anwendung und wenn die alle leer sind, dann gehe ich zu dieser Reihe mal über, um euch da auch was zu sagen zu können. Und dann habe ich hier noch das entfettende Serum, genau, auch hier mit der Salicylsäure und Hyaluronsäure am Start. Bin ich mal gespannt, wie das so mit uns funktioniert. Bislang nur Positives von gehört. Dann habe ich für Julius was mitgenommen. Da habe ich diese, das hat mich einfach geflasht, von Bübchen-Shampoo und Duschgel Sensitiv, sanfte Lieblinge. Ja, wie süß sind diese Pinguine, oder? Ja, ja, genau. Deswegen musste das mit. Ja, der kleine Fußabdruck, bla bla, wie auch immer. Parfüm steht hier an letzter Stelle, aber trotzdem hat man hier einen leichten Duft mit dabei. Ganz, ganz leicht. Ganz, ganz leicht. Das geht noch, finde ich. Ne? Und genau, deswegen. Schatzi hatte sich letztens beschwert, ich hatte nämlich eins komplett ohne Parfümstoffe mal geholt und er sagte, so ein bisschen vielleicht, ein bisschen, ja, wir gucken mal. Ne? Wenn Julius das nicht verträgt, dann brauche ich das halt auf. Aber wir hatten das ja schon mal von Bübchen mit Pikachu, das hatte Schatzi dann gekauft, das roch so ein bisschen nach Kuchen, finde ich persönlich, nach Zitronenkuchen. Ne? Das hat auch super funktioniert. Ava & May ist jetzt auch bei Rossmann eingezogen. Da habe ich Rio de Janeiro mitgenommen. 8,99 € kosten die. Und dann hatte ich ja noch in der App die 10%. Easy peasy, wenn man vor Ort ist. Ne? Und da hat mir der Duft am besten gefallen. Es riecht auch mega geil. Flieder, Kardamom und Mandarine.
Riecht wirklich angenehm. Ist auch ein toller Duft, wo man die Kerze auch jetzt im Sommer oder im Frühling aufstellen kann, weil das nicht so super schwer ist. Und das hat irgendwie was Freundliches mit dabei. Ne? Dann habe ich mir von Sanotop noch mal meine Bierhefetabletten mitgenommen. Ihr habt es in der Maniküre-Vorstellung ja schon gesehen oder in der Manikur-Vorstellung. Ich habe sehr, sehr brüchige Nägel mittlerweile, einfach weil ich sehr viel damit mache. Und ja, Bierhefe hilft, das ist gut für Haut, Haare, Nägel. Das habe ich damals auch sehr viel verwendet. Und jetzt wollte ich da einfach nochmal ein bisschen nachlegen, dass meine ganze Geschichte mal wieder so ein bisschen klarkommt. Und natürlich werden hoffentlich auch die Nagelfolien helfen, dass die Nägel sich regenerieren können, weil das hält halt bis zu 3 Wochen. Und wenn ich dann nur alle 3 Wochen dann quasi auch das Ganze erneuere, ist es, glaube ich, für die Nägel auch ein bisschen schonender. Ne? Genau. Dann hatte ich euch ja schon erzählt, dass ich mich auch immer mehr so durch diese ganzen verschiedenen Skincare-Marken durchteste und da auch tatsächlich demnächst mal Balea und Isana ausprobieren möchte. Balea habe ich schon das Serum in Anwendung mit Q10 aus der Sensitiv-Reihe, ne? Und gefällt mir ganz gut, verwende ich abends. Und demnächst kommt dann natürlich auch Isana in Angriff. Und da habe ich mir mitgenommen das pflegende Gesichtswasser. Hier einmal mit Aprikosenblüten und Panthenol. Das ist dann quasi wie ein Toner. Ne? Muss ich echt mal gucken, wie dann meine Haut darauf reagiert. Aber eigentlich ist es so, dass es eben für trockene und sensible Haut geeignet ist. Und ja, ohne Alkohol und ohne Parfüm. Das müsste eigentlich funktionieren bei mir. Dann habe ich mir auch den 2-Phasen-Augen-Make-up-Entferner mitgenommen. Den kannst du sicherlich aber auch fürs komplette Gesicht verwenden. Ist auch für die Lippen geeignet, steht hier drauf. Würde ich als Double-Cleansing-Produkt verwenden. Erster Schritt vom Double-Cleansing, ne? Hier hast du 2 Phasen drin, die Ölphase und die irgendwas anderes ist hier drin Phase. Und dann schüttelt man das, das Ganze vermischt sich. Und das stand auf so einem Aufsteller, der recht neu war. Und ich weiß nicht, ob das eine LE ist. Ist auch ein Schmetterling mit drauf. Ja, dann habe ich einfach, weil ich das jetzt aktuell sehr, sehr intensiv brauche, von Zonoson Sensitiv diesen Lippenpflegestift mitgenommen mit Lichtschutzfaktor 50+. Es haben mir schon viele von euch auch geschrieben, dass sie das gar nicht kennen mit Sonnenbrand auf den Lippen. Andere haben, also auch sehr, sehr viele haben geschrieben, dass sie das schon mal hatten und es war furchtbar. Und ich kann es euch nur empfehlen, im Sommer auch auf eure Pflegen, auf eure Lippen Lichtschutzfaktor drauf zu machen. Denn nichts ist unschöner und unangenehmer als, ja doch, es gibt unangenehmere Sachen. Aber es ist super unangenehm, wenn man Sonnenbrand auf den Lippen hat. Ne? Du hast auch noch dünnere Haut, als du das jetzt so im Gesicht hast. Ja, ich habe hier noch einen Stain drauf. Und eine Hautkrankheit da drauf ist halt auch richtig übel, um es mal so zu sagen. Weil sowas wird ja auch immer großflächig weggenommen. Ne? So, dann hatte die liebe Nicole Chiquitas Place empfohlen, dass man so eine Pflanzenölseife für Pinselreinigung nehmen könnte. Da habe ich mir jetzt von Alterra diese Maiglöckchenseife mitgenommen. Genau, weil ich war halt im Rossmann und nicht im DM. Ne? Und sie hat die, glaube ich, von Alverde in Anwendung. Ich wollte jetzt mal von Alterra ausprobieren, wie die bei mir so funktioniert. Und Maiglöckchen, Entschuldigung. Es riecht halt relativ grün. Ja. Dann habe ich mir noch eine Gesichtscreme oder 2 Gesichtscremes von Isana mitgenommen. Und zwar einmal die mit Ceramide und Panthenol. Das ist einmal diese hier. Hier haben wir auch Niacinamide drin. Die würde ich persönlich eher abends dann verwenden. Ne? Da haben wir auch Squalan mit dabei und so. Und das mildert und schützt nachhaltig vor Hautrötung und Irritation. Ich bin mal gespannt. Und für morgens habe ich mir diese hier mitgenommen, fand ich ganz ansprechend. Tagescreme Vitamin C wirkt antioxidativ und so weiter und so fort. Ich verwende gerne Vitamin C morgens, deswegen könnte das auf jeden Fall eine gute Sache mit uns beiden werden. Und da halt hier nur Lichtschutzfaktor 15 drin ist und das tatsächlich auch einfach in der Tagescreme für mich persönlich nicht reicht, habe ich mir dann auch noch hier so 2 Lichtschutzfaktoren in dieser Geschichte mitgenommen von Zonoson. Das ist einmal die Sensitiv Sonnenfluid für empfindliche und trockene Haut mit Niacinamiden und Glycerin. Oh, das habe ich gar nicht gesehen. Da weiß ich gar nicht. Ich bin dann, ne, ihr wisst es ja, ich bin immer etwas vorsichtig, Niacinamide und Vitamin C zu kombinieren, aber ich werde es mal ausprobieren, wie das so funktioniert. Dann habe ich nämlich auch noch das Sonnenfluid Vitamin mitgenommen. Ich habe auch noch die Drops, also ich habe ganz schön viel Sonnenschutz hier, was ich ausprobieren möchte. Das ist mit Vitamin C und Algenextrakt. Das ist eine Rezeptur ohne Mikroplastik, ohne Octocrylene, vegan, wasserfest. Muss ich ausprobieren. 50 ml sind in beiden Tübchen drin. Und genau, die kann man auch auf den Körper verwenden, aber das ist ein bisschen wahrscheinlich Perlen vor die Säue. Ne? Und hier steht bei beiden drauf, dass man das auch unter Make-up gut verwenden kann. Schauen wir mal. So, dann gehen wir mal weiter zur dekorativen Kosmetik. Ich habe euch zu den meisten davon auch schon irgendwie so Kurzvideos gedreht.
Da habe ich einmal die Generation Joy mir geholt. Da habe ich von Catrice hier einmal in Real Rosewood den Lip Liner und den dazu passenden Lippenstift. Der Lip Liner ist so ein bisschen, der hat was Plumping-mäßiges mit dabei. Also der ist ein bisschen kühlender, ne? Muss man wissen. Und ich finde aber sowohl Lip Liner als auch Lippenstift total super. Du hast eine ganz, ganz tolle Cremigkeit mit dabei. Der Lip Liner ist nicht so super präzise, eben weil er so cremig ist. Es ist eigentlich mehr wie so ein etwas festerer Lippenstift in einer Stiftvariante hier so, ne? Das ist vielleicht interessant zu wissen, keine Ahnung. Und ich mag den aber. Ich finde ihn sehr cool und den Lippenstift finde ich auch sehr, sehr angenehm auf den Lippen. Den könnte ich mir jetzt hier, glaube ich, auch gut nachlegen. Also den habe ich jetzt gerade nicht drauf, ne? Aber hier so drüber nochmal. Das ist, glaube ich, schon ganz cool. Mhm. Ja. Ne, denn er hat, also der ist voll schön von der Farbe her. Ich mag den. Und dann habe ich mir aber auch noch als Farbe mitgenommen diese Orange-Geschichte. Das ist die 1001 True Tangerine. Also sowohl Lip Liner als auch Lippenstift hier, ne? Und das ist ein richtig geiler Korallton. Also das schreit für mich Frühling, Sommer, genauso wie diese Mascara. Ich war ein bisschen überrascht. Das ist die blaue Mascara und die habe ich für den unteren Wimpernkranz verwendet. Hätte ich jetzt auch in diesem Look super integrieren können, um ehrlich zu sein. Aber da habe ich ein anderes Fullface geschminkt. Und also die sieht man. Ne? Also wir hatten ja bei Essence in dieser Harley Quinn Limited Edition welche, die man halt einfach nicht gesehen hat. Den siehst du. Den gibt es auch noch irgendwie in braun-rot, fand ich jetzt aber nicht so fancy. Was ich aber extrem empfehlen möchte aus der LE, ist Generation Joy, der Primer. Das ist dieser hier. Ich finde den wundervoll auf der Haut, gerade für trockene Haut geeignet. Also richtig, richtig reichhaltig, angenehm, ein bisschen ausgleichend. Hat auch eine leichte Färbung mit dabei, das heißt am Hals habe ich den auch ein bisschen gesehen. Sehr, sehr, sehr geiles Produkt. Ich habe mir die Lidschattenpalette bewusst nicht mitgenommen, weil sie mich nicht angesprochen hat. Ja, den hätte ich eigentlich auch besser stehen lassen sollen. Egal, das ist dieser Blushlighter-Stick. Den Highlighter hat man nachher gesehen. Der Blush war nach dem Abpudern einfach verschwunden. Die hätten das wahrscheinlich etwas anders aufteilen sollen. Denn du hast hier wirklich Hälfte, Hälfte. Ne? Die hätten wahrscheinlich einfach, es ist ein bisschen schwieriger zu produzieren, aber dass du vielleicht hier nur so außen oder nur so ein Viertel von dem Highlighter hast, weil der schon sehr präsent ist, aber der ist sehr, sehr schön, ne? Und dann halt mehr von dem Blush, weil der ist sehr dezent, ne? Dann habe ich mir gekauft diese beiden Schätzelein, das ist Augenbrauengele. Einmal Maybelline Superlock Brow Glue, das ist dieser hier. Da kommt relativ, also bei beiden kommt jetzt nicht super viel Produkt raus und es hält gut die Augenbrauen in Form, aber es ist kein Festhacker-Produkt. Das hier war noch ein bisschen, ich glaube, mehr Produkt als bei dem L'Oreal. Ja, genau, da kommt ein bisschen mehr raus. Es zieht auch so einen leichten Faden, wenn man das so aus der Tube rauszieht, ne? Im Prinzip tun die sich nicht viel. Da muss man für sich selber entscheiden, welche Marke man kaufen möchte, was einen halt einfach mehr anspricht und was vielleicht einfach verfügbar ist. Denn von L'Oreal gibt es ja auch noch die Brow Lamination. Das ist diese hier. Und auch die hat mir gut gefallen. Auch hier kein Festhacker-Produkt, aber halt ein solides Produkt. Sieht vielleicht einfach von der Verpackung her ein bisschen edler aus. Genau, dann habe ich mir von Trend It Up ein paar Produkte geholt. Ich weiß nicht, dazu werde ich dann die Tage auch mal was filmen. Da habe ich mir einmal diesen Cooling and Caffeine Under Eye Primer geholt. Den fand ich sehr, sehr interessant. Denn sowas kann man dann wirklich vor der Foundation im Prinzip auftragen. Ne? Vor der Foundation im Gesicht auftragen, so unter den Augen halt, wie der Name schon sagt. Um da halt nochmal so ein bisschen Pep reinzubringen und vielleicht machen, dass der Concealer besser sitzt. Und fand ich interessant. Dann habe ich mir auch noch mitgenommen den Shine and Click Gloss in a Stick. Das ist in der Farbnuance 020. Ist halt abgefahren, ne? Das haben die irgendwie jetzt alle gerade am Start und der hat mich angesprochen. Dann habe ich hier noch zwei Schätze. Das ist der Hero Stay Eyeshadow. Habe ich mir einmal mitgenommen in der Farbe 030, was so ein, ja, grünlicher Ton ist und so ein lilaner Ton, das ist die 060. Finde ich beide sehr, sehr nice. Ich bin halt bei sowas immer sehr gespannt, inwiefern das dann bei mir auch hält. Weil ich habe ein leichtes Schlupflid, ich bewege meine Augen, ich bewege mein Gesicht und dann verschmiert das schnell oder es wandert alles komplett in die Lidfalte und dann hast du halt irgendwann einfach keinen Augenlook mehr. Auch hier gibt es natürlich ein Augenbrauengel, das ist der 24 Hours Brow Control Liquid Brow Soap. Bin ich auch gespannt drauf. Mal gucken. Ich habe da noch nicht viel von gehört, von diesen neuen Produkten. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, dann bist du halt diejenige, die das mal ausprobieren sollte.
Das riecht schon intensiv, ne? Wer riecht an sowas? Dann habe ich hier noch einen Highlighter mitgenommen, die Glow Highlight Cream. Die habe ich, glaube ich, bei Kati, bei Contra Junkie gesehen. Ich glaube, die fand die ganz okay. 120 ist hier die Farbnuance. Ja, ich meine, dass ich hier so diesen Rosé-Ton mir ausgesucht habe, weil ich ja sowieso auch einen etwas kühleren Hautunterton habe. Und jeder und seine Mutter bringt so ein Puffelding raus. Ist nicht ganz so hart wie die von Essence. Ne? Essence hat die ja wirklich sehr hart gemacht. So, und dann habe ich noch ein paar weitere Produkte aus der Rival de Loupe Radiant Flowers Limited Edition mitgenommen. Einmal hier dieser Bronzer Stick. Finde ich einfach interessant. Ist noch verklebt, genau. Da gab es halt nicht verschiedene Farben oder so. Das gibt halt einen Bronzer Stick. Gucken wir uns mal an. Und bei uns stehen halt wirklich lange noch solche Limited Editions. Ne? Welche steht denn jetzt gerade noch? Die Blurry irgendwas steht jetzt auch noch darum. Ganz verrückt. Dann habe ich hier noch die Radiant Flower Color Correcting Loose Powder Geschichte. Und jo, genau, den wollte ich mir dann auch noch mal etwas genauer angucken. Vielleicht mache ich dann wieder so einen Drogerie-Schminki-Neuheiten, denn ich habe wirklich allerhand. Ich habe mir nämlich auch noch von im Asam was mitgenommen. Und zwar habe ich hier einmal die, also ich weiß nicht, gefühlt, also Sätze zu Ende bringen ist auch nicht so mein Ding. Gefühlt jedes Mal, wenn ich in den Rossmann gehe, haben die bei M. Asam neue Produkte stehen. Das ist schon abgefahren, ne? Die hauen in letzter Zeit echt viel Make-up raus. Die 360 Grad Lengthening Mascara, oh, waterproof, das habe ich überlesen. Mit Leinsamenextrakt. Extra schmales Skinny Brush. Das müssen wir uns mal angucken. Ich hoffe, dass ich die abgeschminkt bekomme. Ah, da hätte ich lesen sollen, ne? Da habe ich mich irgendwie von meinem eigenen Flow flowen lassen. Hier habe ich nur beim Titel und Thumbnail von Nicole gesehen, dass sie da vielleicht nicht ganz so von überzeugt war. Das ist dieser Skin Tint mit Vitamin C. Und das finde ich halt auch so abgefahren. Ich weiß nicht, wie viele Foundations im Asam noch raushauen will. Da haben wir Lichtschutzfaktor 50 drin. Vertraue ich nicht drauf, gebe ich über Lichtschutzfaktor. Ich habe die Farbe Soft Ivory. Ich glaube, es gab ganze zwei Farben. Yay. Cool finde ich auf jeden Fall die Verpackung. Ne? Also das ist so ein Drop-Ding und das ist halt auch so Glas, was so Pulver besprüht wurde. Finde ich auf jeden Fall aufregend. Ja, und dann habe ich mir noch das Make-up-Fixing-Spray mitgenommen. Lichtschutzfaktor 6. Yay. Und da sind Niacinamide mit dabei. Extra lange Halt. Ne? Ja. Schön. Hello Sunshine. Ist das eine LE? Ich glaube schon. Ja, so schaut es aus. Das ist halt so ein Sprüher. Ich habe das halt in der normalen Variante und mag das eigentlich ganz gern. Genau. Und ich habe das auch in der Glitzer-Variante, glaube ich, aus dem Weihnachts-LE-Gedönsen. Dann habe ich etwas von Facel mitgenommen. Die hatten nur noch Größe L und XL leider. Das ist Facel Natural Menstruations-Hipster. Bin ich einfach mal gespannt drauf. Ich verwende gerne Menstruationsunterwäsche. Sowohl wenn die anfangen, die Tage, als auch während der Tage, als auch nach den Tagen. Weil, also, wenn die halt quasi am Auslaufen sind. Ich finde es einfach angenehm. Also, halt während der Hochphase der Tage, der Periode, verwende ich die unterstützend zu einem OB, weil ansonsten wäre das zu wenig. Und ich weiß nicht, ob L vielleicht ein bisschen groß ist. Weiß ich nicht. Ich habe mir gedacht, ja gut, XL ist jetzt natürlich viel zu groß, aber ich wollte die auf jeden Fall ausprobieren. Ich wollte sie auf jeden Fall mitnehmen. Das sieht schon ein bisschen sehr groß aus. Hier oben muss ich das hier nicht anziehen. Okay, wird auf jeden Fall gewaschen, wird ausprobiert. Ich finde es cool, dass wir hier auch so eine Spitze mit dabei haben. Bei Menstruationsunterwäsche muss ich auch wirklich sagen, das siehst du ja nicht, dass es Menstruationsunterwäsche ist. Ne? Also ich trage sowas, wie gesagt, einfach gerne. Und fühle mich damit auch sehr wohl. Dann habe ich hier noch mitgenommen von Tesori Doriente Hammam aromatisches Körperpeeling. Das fand ich super interessant. Mit Arganöl und Orangenblüte. Ist so ein neues Ding, ne? Dieses Tesori Doriente hatte ich jetzt irgendwie schon, also hatte ich jetzt so noch nicht vorher unbedingt da gesehen. Oh, riecht das gut. Es ist halt kein Zuckerpeeling und es ist kein Salzpeeling. Deswegen hoffe ich, dass es trotzdem gut bei mir funktioniert. Ich lasse mich überraschen. Ich lasse mich einfach überraschen und ich lasse mich auch gerne eines Besseren überzeugen. Ja, ne? Sehr, sehr hübsch. Ich glaube, das macht sich auch ganz gut unter der Dusche. Dann habe ich mir auch noch Slip-Einlagen mitgenommen von Facel. Das sind diese flexiblen. Jetzt im Sommer trage ich halt auch gerne mal einfach einen Stringtanger oder so. Einfach, weil es unter der Kleidung vielleicht ein bisschen angenehmer aussieht. Ich mag aber halt nicht diese klassischen String-Slip-Einlagen. Einfach, weil sich dieses Teil, was jetzt nicht so vorne ist, sondern was so hinten ist, irgendwann so ein bisschen hochbeugt und dann verschwindet es irgendwann in gewissen
Gebieten. Und das finde ich so unangenehm. Ich weiß gar nicht, warum das so ist. Also, weiß ich nicht. Durch Bewegung kommt das halt, ne? Naja. Und deswegen finde ich es ein bisschen angenehmer, wenn man halt dieses hat, weil das klappt sich dann ja quasi unten drunter. Und, ne? Das ist dann einfach ein bisschen sicherer für mich. Dann habe ich hier noch von Balea. Ach so, ich habe doch noch ein bisschen was bei Balea gekauft. Offensichtlich habe ich dann auch noch bei DM bestellt. Schön. Ja, stimmt. Trend It Up ist ja auch definitiv nicht Rossmann, ne? Genau, okay, also hier habe ich das Floral Symphony Duschschaumprodukt mit Pfingstrosen- und Magnolienduft. Ich habe heute noch von meiner Schwiegermama in Spee, ne? Wir sind nicht verlobt, aber 18,5 Jahre zusammen, da kann man das auch so sagen. Die hat mir Pfingstrosen mitgegeben, weil ich hatte Julius bei ihr abgeholt und dann, die haben halt einen großen Hof und so, und dann war da halt so ein riesengroßer, schöner Pfingstrosenstrauch. Da habe ich gesagt, boah, wie schön sehen die bei euch aus. Bei uns wachsen Pfingstrosen einfach nicht. Also jedes Mal, wenn ich es versuche, das ist einfach, funktioniert bei uns einfach nicht. Nun ja, auf jeden Fall war ich da sehr, 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 sehr angetan von. Und dann hat sie mir einfach so zwei Dinger so abgeschnitten und mitgegeben. Und die stehen jetzt unten bei uns und die riechen so gut. Ne? Das hat ja so was Seifiges, Blumiges. Passt halt auch super zu so einem Duschgedönsen. Möchte ich ausprobieren. Bin ich gespannt drauf. Riecht sehr, sehr angenehm blumig und passt jetzt einfach auch total, weil jetzt gerade ist ja die Pfingstrosen- und Magnolienblüte. Und wie sollte es auch anders sein? Ich bin irgendwie ja total aktuell in diesem Parfüm-Mood. Keine Ahnung, was mit mir los ist. Und da habe ich hier zwei Harry Potter-Düfte mitgenommen. Ich habe jetzt schon von vielen gehört, dass die nicht so gut angekommen sind. Die Männerdüfte waren übrigens gar nicht da. Also ich habe gesucht. Diese beiden waren in dem Regal von den normalen Parfümgeschichten irgendwo drin und hatten nicht mal ein Preisschild. Also das war sehr, sehr merkwürdig. Es gab keinen Extra-Aufsteller, nix. Und ja, fand ich echt schade. Nun, auf jeden Fall habe ich mir Courage und Passion mitgenommen und da werde ich euch dann auch entsprechend meinen Review-Gedönsen zu geben können. Da kann ich euch dann auch mal so kurz Videos zu drehen, wo ich dann vielleicht ein bisschen mehr dazu sagen kann. Ich kann ja mal einmal sprühen. Das habe ich auch schon gesehen. Dieser Deckel bleibt immer oben drin. Warum? Ist schon hübsch. Also so eine Fiole, ne? Das ist ja, ja, sehr schön. Und ich bin mit Harry Potter groß geworden. Ich bin quasi mit Harry Potter zur Schule gegangen. Denn ich glaube, als ich in der 5. Klasse war, war er auch in der 5. und so weiter. Ne? Das ist alles sehr, sehr abgefahren. Also ist er quasi zu Hogwarts gekommen. Hier haben wir jetzt einmal das Courage. Sehr gewöhnlich, ja, das stimmt. Aber nicht schlecht. Hat auch also was Blumiges und auch was leicht, ganz leicht Süßliches mit dabei. Aber es ist mehr so rote Blumen, ganz, ganz knallig. Muss ich noch ein bisschen mehr auf mich wirken lassen, ne? Aber ich finde allein diese Verpackung finde ich schon schön. Und einfach, weil ich Harry Potter mag, fand ich das klasse. Und wie gesagt, die Männerdüfte waren bei uns leider nicht vorhanden. Ich habe nachgesucht, ich habe nachgefragt, gab es nicht. Fand ich schade, hätte ich tatsächlich auch gerne gerochen. Dann habe ich hier das Passion. Vielleicht, upsala, kann das ein bisschen mehr. Ach, guck mal, da ist direkt hier auch der Pinöppel mit am Start. Wobei ich das Courage eigentlich auch sehr geil finde, um ehrlich zu sein, jetzt so im Nachgang. Kann das was sein? Der ist jetzt nicht ganz so meins. Nee. Das ist so, ich bin ein blumiger Duft und möchte auch sportlich machen. So kommt der rüber. Nicht ganz so meine Welt. Naja, muss man einfach mal für sich entscheiden. Es gibt halt bei vielen Rossmännern auch die Möglichkeit, dass man die Parfums dort testen kann. Ne? Genau, dann habe ich auch apropos diese beiden dort gefunden. Die gibt es jetzt neu, dass man halt quasi die Larif-Düfte, jedenfalls 6 konnte ich dort finden, in der 30-Milliliter-Variante bekommt. Einmal das Cash habe ich für meinen Freund mitgenommen und das Her Choice habe ich für mich mitgenommen. Ich habe mir auch tatsächlich einen ähnlich riechenden, ähnlich aussehenden Duft zum Geburtstag gewünscht. Ich drehe dieses Video ja einen Tag vor meinem Geburtstag. Mal gucken, ob ich es auch bekomme. Ich weiß es nicht. Ich habe es mir gewünscht. Genau, und ne? Vielleicht so ein wirkliches Alltagsparfum oder ein Duft, den mein Freund sich vielleicht auf Arbeit sogar hinstellen kann. Das ist dann halt einfach ein bisschen handlicher und es ist nicht so schlimm, wenn das einfach auf Arbeit steht, um das mal so zu sagen. So, wir riechen mal dran. Das riecht gut. Das ist ein frischer Männerduft. Aber mit was Holzigem mit dabei. Das riecht angenehm, doch. Also wirklich so ein schöner Alltagsduft. Ich glaube, das kann was für ihn werden. Und dann, wie gesagt, Her Choice für mich.
da haben mich einfach die Duftnoten total überwältigt, ne? Das war irgendwie Jasmin und Vanille und irgendwie Orange und hast du nicht gesehen, ne? Und da habe ich mir gedacht, ja, ich glaube, wir können Freunde werden. Oh. Okay. Sehr cremig. Aber dieses angenehm blumige, sanfte schwingt definitiv mit. Das mag ich gerne. Das ist ein schöner Duft. Ja, der hat was frisch Blumiges auch mit dabei, aber deutlich schöner als er hier. Obwohl er hier viel günstiger ist. 4 Euro irgendwas, 29,99. Hallo? Krass. Und dann habe ich gesehen, dass dieser Duft, also den hatte ich halt vorher noch gar nicht irgendwie dort stehen sehen. Dort stand Larif Elegant Woman. Dann habe ich dran geschnuppert und mir gedacht, ach, der kommt dir bekannt vor, ne? Aber in angenehmer als ich den sonst so mal gerochen habe, um das mal so zu sagen. Achso, so sieht der Flakon aus. Ja, schön eckig, ne? Macht auf jeden Fall was her. Ein Eau de Parfum, das heißt, wird wahrscheinlich dann ja auch ein bisschen intensiver halten. Ja, ich riech's jetzt schon, ne? Mhm. Ja, das ist so ein, ja. Sehr schwerer Duft. Tja, wie beschreibt man diesen Duft exakt? Er ist schwer. Er hat was Süßes mit dabei, er hat was Holziges mit dabei. Er hat aber auch irgendwie ein bisschen was von einer schweren, dunkelrot, dunkellila Blume. Jo, so würde ich den beschreiben. Aber ganz ehrlich, jetzt so, wo ich den hier so rieche, mag ich den. Ich hatte den Nachbarn davon mal als Kerze und dachte, ich müsste mein Haus neu renovieren, weil der einfach so krass war. Das ging gar nicht. Das habe ich nicht hingekriegt. Ne? Ich hatte davon auch schon mal Duftproben. Puftdroben, genau. nee, das war nicht so meins. Aber dieses hier könnte gegebenenfalls, weil es ein bisschen gemuteter ist, das zieht nicht so, wie soll ich das sagen? Das zieht mir nicht die Nasenhaare raus. Ne? Aber es riecht trotzdem sehr inspiriert, aber nicht zu bam in your face. Wisst ihr, was ich meine? Es ist halt irgendwie tragbarer für mich persönlich, denn ich mag es gerne, gut zu riechen, aber ich möchte nicht unbedingt direkt wahrgenommen werden, wenn ich in den Raum trete durch meinen Duft, um das so einfach irgendwie mal so zu beschreiben. Nun, das war hier mein Drogerie-Haul, Leute. Ne? Denkt auf jeden Fall gerne dran, bei Maniko vorbeizuschauen. Die haben wirklich sehr, sehr, sehr gute Auswahl. Eine sehr gute Auswahl. Und allein das hier ist für mich ein absolutes Argument gewesen, dort auch entsprechend die Kooperation zu machen und euch die Marke einfach mal vorzustellen. Und wie gesagt, ihr bekommt die Produkte auch im Rossmann Online-Shop, aber dort gilt nicht mein Code CLAUDIMNK drauf. Da kriegt ihr nämlich nur im Maniko Online-Shop die 20% Rabatt. Ihr Lieben. Ich hoffe, dass es euch hier gefallen hat. Ne? Und wenn dem so ist, dann wären Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.